jemand fragt, okay, was machst denn du bei Zeiss eigentlich? Dann sag ich, hol mal dein Smartphone raus. Ja, was soll ich jetzt damit? Ja, guck mal dein Handy an. Mhm, und was ist mit meinem Handy? Ja, da ist Arbeits von uns drin. Hä? Wie? Ja, wir bauen Belichtungsmaschinen eben für diese Halbleiterchip. Ohne uns hättest du kein Smartphone. Du kannst nur im Internet surfen mit diesem Smartphone, weil wir dir die Chips dafür bauen. Beziehungsweise, wir bauen die Optiken für die Waferscanner, mit denen die Chipfabrikanten die Chips drucken. Das ist eine relativ lange Kette, aber ohne uns ging es halt trotzdem nicht. Schon cool. Hol mal dein Smartphone raus. Ja, da ist auch Arbeit von uns drin. Diese neueste Generation wäre nicht möglich gewesen, wenn bei Zeiss nicht vor 20 Jahren irgendein Entwickler, ich weiß leider nicht, wer es gewesen ist, gesagt hat, ach kommt Kinder, EUV, so schwierig kann das doch gar nicht sein. Ja gut, es war dann doch ein wenig schwieriger, weil wir haben 20 Jahre tatsächlich da Entwicklungsarbeit reinstecken müssen. Und jetzt, wir können diese Maschinen tatsächlich fertigen, sie funktionieren. Was lange Zeit echt auf Biegen und Brechen nicht klar war, okay, kommt es jetzt? Und jetzt kann jemand sein iPhone 10 mit Candy Crush oder was auch immer man heutzutage spielt als coole Kids, ich bin ja leider keins, das geht nicht ohne einen EUV-Halbleiterchip von uns. Und das ist halt schon cool.